Was geht ab, liebe Wrestling-Fans, und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Die Promophase für WWE 2K24 läuft auf Hochtouren, denn kurz vor der Veröffentlichung der ersten richtigen Infos am 22. Januar liefert der WWE Games Account auf Twitter weitere Hinweise zum möglichen Coverstar, zum 40 Years of WrestleMania Modus und zum Comeback des Casket Matches. Zusätzlich teasert ein kleines Detail, möglicherweise sogar das Comeback vom Fiend im kommenden WWE Spiel. Falls ihr diese Infos und weiteres nicht verpassen wollt, solltet ihr jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Der erste neuere Hinweis, der von WWE Games gepostet wurde, ist ein Bild von Rhea Ripley, welche sich in einem Fitnessstudio aufhält. Hierbei wird sie möglicherweise als einer der möglichen Coverstars angeteasert. Auf dem Monitor im Hintergrund kann man auch sehr deutlich das WWE 2K24 Logo erkennen, doch auch auf der Hantel wurde das Logo versteckt. Auf Twitter gab es zudem einige Spekulationen, dass die Location von Rhea nicht zufällig gewählt wurde, sondern dass dies bedeutet, dass es einen neu ausgebauten Backstage-Bereich geben könnte. Ob es wirklich Zufall ist oder eine besondere Bedeutung hat, kann man zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht sagen, weswegen wir leider abwarten müssen. Fakt ist jedoch, dass man Rhea weiterhin ins Gespräch zum möglichen Coverstar bringt. Als nächsten Hinweis wurde ein Bild von einem Sarg veröffentlicht, auf welchem ebenfalls wieder das Logo des kommenden Spiels abgebildet ist. Schaut man sich die Personen an, welche unter dem Beitrag markiert wurden, ist der Teaser natürlich dem Undertaker gewidmet. Zum einen ist der Deadman dadurch für WWE 2K24 bestätigt, zum anderen erhoffen sich zahlreiche Fans dadurch das Casket Match, welches zuletzt im WWE 2K15 Showcase Beste Freunde, bessere Feinde spielbar war. Sollte das Bild einen Hinweis zum 40 Years of WrestleMania Modus sein, gäbe es tatsächlich nur ein mögliches Match, nämlich zwischen Undertaker und Mark Henry bei WrestleMania 22. Da Mark Henry jedoch bei All Elite Wrestling unter Vertrag steht, stehen die Chancen erstmal nicht sonderlich hoch, dass der World Strongest Man in WWE 2K24 integriert wird. Jedes andere Casket-Match, welches der Undertaker bestritt, fand nicht bei WrestleMania, sondern bei anderen Events statt. Dasselbe gilt für die Buried Alive Matches. Es bleibt also spannend, wohin uns dieser Teaser führt. Der nächste Teaser ist ein Bild von Bianca Belair. Auch sie wird dadurch zum einen als möglicher Coverstar in Verbindung gebracht, zum anderen könnte es sich hierbei jedoch auch durch den Emoji mit dem lackierten Fingernägeln und den Kreolen mit dem WWE 2K24 Logo um einen Teaser zum Creation Mode handeln. Um was es sich hierbei jedoch genau handeln könnte, werden wir wohl erst demnächst erfahren. Als nächstes gibt es einen weiteren Clip, in welchem weitere Superstars wie Kofi Kingston, Cody Rhodes und Rhea Ripley weiter rätseln, wer auf dem Cover von WWE 2K24 abgebildet sein könnte. Doch seht erstmal selbst. Ah! Who is going to be on the cover of WWE 2K24? Hey, everybody's gonna come in here and they're gonna say, oh, it should be me, I should be on the cover, it should be me. I think there's only one right answer. It's gonna be your boys, the New Day! Is this an announcement? Is this a surprise? Like, where's the confetti? So my first guess would be... Easy answer. The Judgment Day. The Judgment Day. The Judgment Day. The Judgment Day. Why don't we call back Dwayne Gill? We put him right on the cover of that thing. He's ready to go. We run Monday Night Raw, so who else would it be? But if I have to pick one person in specifically... It'd be my dirty dom. Mom. It'd have to be Rhea Ripley. My second guess, Seth frickin' Rollins. I have to go with Rhea Ripley. Look, man, you play your video games all day if you want to. WWE 2K, if you don't put me on the cover, hey man, that ain't my loss, it's yours. Yeah. Zunächst sind durch den Clip Kofi Kingston, Cody Rhodes, Damian Priest, Rhea Ripley, Dominic Mysterio sowie LA Knight für das Spiel bestätigt. Doch bezüglich des Covers wurden auch hier wieder mit New Day und dem Judgment Day Hinweise gestreut, dass wir in diesem Jahr mehr als nur einen Superstar auf dem Cover sehen könnten. Als weiterer möglicher Kandidat wurde neben LA Knight, Dominic Mysterio und Rhea Ripley zudem Seth Rollins genannt. Ein Name fiel jedoch besonders auf und den brachte LA Knight ins Spiel. Dieser zählte nämlich Duane Gill, einigen besser bekannt als Gilbert, auf. Natürlich wird dieser nicht auf dem Cover landen, doch es wäre ziemlich lustig, wenn wir die Light-Version von Goldberg als Legende im Spiel erhalten würden und er durch LA Knight dafür angekündigt wurde. Der nächste Hinweis ist ein weiteres Bild. Diesmal ist The Man Becky Lynch mit einer Tüte Popcorn zu sehen. Zudem trägt sie eine Sonnenbrille, auf welcher wieder das WWE 2K24 Logo abgebildet ist. Auch hier ist es zum einen klar, dass Becky Lynch für das Spiel bestätigt wurde und zum anderen könnte es sein, dass wir Becky nach WWE 2K20 erneut auf dem Cover sehen können. Doch das Bild hat tatsächlich eine weitere Bedeutung, wie SmackTalks in einem seiner Videos herausfand.
Hierbei erwähnte er, dass Becky das Outfit zufälligerweise während der Raw-Ausgabe vom 20. März 2023 trug. Dies könnte also tatsächlich einen versteckten Hinweis auf die WWE Hall of Famerin Lita liefern, denn zu diesem Zeitpunkt trugen Becky und Lita die WWE Women's Tag Team Championship. Es wäre also sehr gut möglich, dass damit indirekt eine moderne Version von Lita angekündigt wurde. Der nächste Hinweis dürfte jedem Fan von Bray Wyatt und dessen Fiend-Gimmick gefallen. Auf diesem Bild können wir nämlich das NWO-Shirt auf einem WWE 2K24-Kleiderbügel sehen. Zuerst wurde das Bild jedoch nicht vom WWE Games-Account, sondern von John Cena auf Instagram veröffentlicht. Und auch auf Twitter wurde nicht die NWO, sondern John Cena verlinkt. Hierbei ist es also deutlich, dass es sich nicht primär um die legendäre Fraktion rund um Hollywood Hogan, Scott Hall, Kevin Nash und Six handelt. Neben der Markierung von John Cena postet der WWE Games Account zusätzlich eine Piratenflagge. Zählt man nun die Hinweise der Piratenflagge, des NWO-Shirts und John Cena zusammen, kommt man zum Ergebnis, dass man hier ebenfalls wieder ein Match für den 40 Years of WrestleMania-Modus anteasert. Bei diesem Match würde es sich hierbei um John Cena vs. Bray Wyatt bei WrestleMania 36 handeln. Sollte diese Theorie stimmen, könnte man neben John Cena also auch Bray Wyatt für das kommende Spiel als bestätigt ansehen. Doch nicht nur Bray Wyatt wäre bestätigt, sondern auch das Comeback des Fiend wäre dadurch möglich, denn durch diesen verlor John Cena sein Match bei WrestleMania 36. In einem weiteren Clip spekulieren diesmal einige NXT-Superstars über das Cover von WWE 2K24. Hierbei wurden erneut einige spannende Namen aufgezählt. Who do I think will be on the cover of WWE 2K24? A lot of superstars had great years this year. A lot of people are saying Charlotte, Rhea Ripley. Could be somebody like Dom. Could be somebody like Rhea. I mean, who the hell else would it be if it wasn't me? The obvious answer is me. I have the best spear in the business. I'm the future of WWE. I'm a future WrestleMania main eventer. It's still the generation of Jade. A lot of people are saying Tensai, Fit Finley, the Gobbledygooker, the Boogeyman. But I think there's one man that deserves that title, and that is the American Nightmare Cody Rhodes. But if I had to pick anybody else, it would be Seth Rollins, because I know a thing or two about turning on your friends when you know you're the star. I think it's gonna be Cody Rhodes. I'm gonna be on the cover of it for the next 15, 20 years, for being honest. Durch den Clip ist bestätigt, dass Cora Jade, Bron Breakker, Gigi Dolin und Carmelo Hayes erneut ein Teil des neuen Spiels sein werden. Neben den Namen wie Charlotte, Bron Breakker, Cora Jade und Cody Rhodes erzählte Gigi übersetzt, dass viele Leute über Tensai, Fit Finlay, den Gobbledygooker und Boogeyman sprechen würden. Ähnlich wie im anderen Clip mit LA Knight sind dies weitere Legenden, welche nun mit WWE 2K24 in Verbindung gebracht werden. Von diesen genannten Legenden ist der Boogeyman seit WWE 2K22 erneut ein Teil der WWE-Spiele, während Tensai und Finlay seit längerem kein Teil der Reihe mehr waren. Ich persönlich finde beide Superstars im Spiel sehr cool. Ich stelle es mir auch ziemlich lustig vor, wenn Finlay im Falle eines Auftritts im Spiel, ähnlich wie Doink the Clown, einen exklusiven Payback-Move erhalten würde, bei welchem dann Hornswoggle unter dem Ring hervorkommen würde. Die nächsten beiden Hinweise bestehen erneut aus Bildern. Auf dem einen Bild ist eine Rüstung mit Schwert sowie einem Handschuh zu sehen und auf dem anderen Bild ist eine Leiter mit dem Logo des Spiels abgebildet. Während auf dem ersten Bild Drew McIntyre markiert wurde, wurde Shawn Michaels auf dem Bild mit der Leiter markiert. Was die Leiter betrifft, kann man in Kombination mit Shawn Michaels davon ausgehen, dass es sich hierbei um das Ladder-Match zwischen Razor Ramon und dem Heartbreak Kid bei WrestleMania X handeln wird, wodurch ein weiteres Match für den möglichen 40 Years of WrestleMania-Modus bestätigt wäre. Zum Bild mit der Rüstung gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnte es durch den Handschuh zum Comeback des Gauntlet-Matches kommen, zum anderen liefert es jedoch auch Ideen für Matches, in welchen Drew McIntyre beteiligt war. Am naheliegendsten wäre natürlich das Match gegen Brock Lesnar bei WrestleMania 36. Doch auch während der Road to WrestleMania 37 bestritt ausgerechnet Drew McIntyre ein Gauntlet-Match gegen AJ Styles, The Miz, Randy Orton, Sheamus und Jeff Hardy, wodurch die Theorie mit dem Gauntlet-Match nicht allzu abwegig wäre. Doch dass mit diesem Teaser ausgerechnet dieses Match gemeint sein könnte, halte ich leider für unwahrscheinlich, da Jeff Hardy bei All Elite Wrestling unter Vertrag steht. Doch was ist eure Meinung zu den ganzen Teasern und Hinweisen? Was denkt ihr, was hinter den ganzen Bildern steckt? Schreibt mir eure Ideen gerne mal in die Kommentare. Das war es jedoch an dieser Stelle mit dem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben sowie ein kostenloses Abo da und vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr zu News, Infos und Gameplay zu WWE 2K24 verpasst. Also dann, macht's gut, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal, euer Enno.